Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr schon am Titel wieder gelesen habt, ja, ich habe einen Frankreich-Austausch mitgemacht und davon gibt es zwei Teile. Einmal den Teil, wo wir jetzt in Berlin waren, den seht ihr jetzt gleich, und den Teil, wo wir in Frankreich in der wunderschönen Stadt Bordeaux waren mit dem guten Wein, den seht ihr irgendwann später. Aber ja, jetzt geht's erstmal los mit dem Video. Ja, am Mittwoch haben wir einfach nur die Franzosen vom Flughafen abgeholt. Und das ist jetzt auch nichts Spannendes. Ich muss halt nur die Franzosen immer verpixeln und die Deutschen auch, weil die nichts unterschrieben haben, dass ich die hier zeigen darf auf YouTube. Deswegen ist halt manche Stellen dann verpixelt, aber ist ja scheißegal. Ja, am Donnerstag waren wir dann im Europaparlament gewesen, also nicht direkt im richtigen Parlament, sondern es gibt sowas in Berlin, wo du halt reingehen kannst und dir ein bisschen angucken kannst, was da so abläuft. Ja, danach waren wir beim Brandenburger Tor und danach dann noch im Reichstag und das seht ihr jetzt alles im Anschluss. Beim Freitag angekommen und da sind wir als erstes mit einem Bus gefahren, sollte wie so eine Stadtrundfahrt sein, war jetzt auch nicht wirklich so, gab ein paar Sehenswürdigkeiten, aber die seht ihr jetzt nicht. Genau, und wir waren dann halt danach im KDW, dann hatten wir Mittagspause und dann waren wir bei der Siegessäule und ja, das seht ihr jetzt. Ja, Samstag waren wir dann beim FinLab, da habe ich leider nichts von mir gefilmt und alles, was ich gefilmt hatte, war vom Franzosen, so das offizielle Video für die Franzosen halt. Und das Problem dabei ist halt, dass ich den aufpixeln müsste und dann würdet ihr aber nichts vom Video sehen und deswegen schneide ich das jetzt einfach nicht mit rein. Aber dafür waren wir am Sonntag im Kletterwald mit meinem Vater zusammen. Ja, der ist genauso wie das FinLab einmal hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Am Montag waren wir dann auf dem Fernsehturm und hatten da einen wunderschönen Ausblick über Berlin drüber, den Franzosen hat es aufgefallen und danach sind wir kurz ein bisschen einen kleinen Umweg gelaufen durch zum DDR-Museum und haben danach dann eine schöne Stunde noch im DDR-Museum verbracht und das war auch ganz geil. Dienstag waren wir in der Eastside-Galerie, also nicht wirklich innen drinne, weil ist ja nicht innen drinne, ist ja nur die Mauer, die halt ein bisschen mit Farbe voll ist. Ja, das seht ihr einmal jetzt gleich. Und danach waren wir am Checkpoint Charlie und ja, den Franzosen mussten wir dann erstmal erklären, wie das denn so war und so damals. Ein kleiner Fun-Fact. Wir mussten dann auch einen Vortrag über diesen berühmten Trabi auf der Eastside-Galerie halten. Aber das hatten die dann gemacht, als wir in Frankreich waren.
Nebenbei, bei mir ist jetzt schon alles abgeschlossen. Ich war schon in Frankreich, ich war schon in Deutschland. Ach scheiße, ich bin immer noch in Deutschland. Mist. Ja, aber für euch liegt da halt noch ein bisschen was dazwischen. So, das war's dann auch mit dem Video, weil am Mittwoch habe ich nichts mehr gefilmt. Leider habe ich irgendwie, war ich da so, oh, ich habe keinen Bock zu filmen. Jedenfalls, wir haben halt auf dem Schulhof nur was gefilmt, aber für das offizielle Frankreich-Video. Und das werdet ihr aber nicht sehen, weil das halt mit allen ist und so, ja. Genau, sonst haben wir die noch zum Flughafen gebracht und die haben von uns noch eine Currywurst spendiert bekommen. Und ja, dann war es das auch. Dann haben wir die ersten einen Monat später wieder gesehen in Frankreich. Und das Ganze, was dann in Frankreich passiert ist, werdet ihr dann im nächsten Video oder übernächsten, je nachdem wie ich es schneide, sehen. Ja, und bis dahin, abonniert mich, kommentiert Kommentare, liked dieses Video und meine anderen Videos. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich vergesse irgendwie alles immer. Okay. Ah ja, nebenbei nochmal Grüße an meinen Franzosen und seinen Vater, die haben mich auch auf YouTube abonniert.